Hallo Sportfreunde und willkommen zu einem neuen Video auf Tuvas FIFA. Und heute geht's darum, was wir alles so ungefähr genau in FIFA 22 machen werden. Ja, ihr werdet so vielleicht so ein bisschen was im Hintergrund sehen aus älteren FIFA-Teilen vielleicht, ja, was ich mir ungefähr gedacht habe gerade, ja. Deswegen, ja, lasst euch darüber überraschen, was in FIFA 22 noch alles auf euch zukommen wird, weil es werden, ja, ich hätte gerne, dass ihr ein paar Sachen auch in die Kommentare schreibt. Ihr lasst doch gerne mal ein Abo da, um nichts mehr auf diesem Kanal zu verpassen, einfach, ja. Einfach abonnieren, ein Like da lassen und dann seid ihr auf der sicheren Seite, um nichts mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Ja, schauen wir mal, ob wir bis nächstes Jahr um diese Uhrzeit, diese Zeit, ja, ja, die 500 Abonnenten geknackt hatten, sind ja noch 92 zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade aufnehme, ja. Und deswegen, ja, wir schauen einfach mal, ich habe mir gar nichts geschrieben, kein Skript, nix. Wollte ich vielleicht mal, wenn ich solche Videos mache, aber naja, das ist wurscht, weil es geht um FIFA 22, ja. Ihr habt es ja mitbekommen, in FIFA 22 kann man wieder seinen eigenen Club für die Karriere erstellen. Wir können in der Spielerkarriere richtig viel machen. Deswegen ist jetzt meine Frage an euch. Wollt ihr beides sehen? Ich habe drei Sachen gerade geplant gehabt. So ein bisschen, ja. Das kann ich schon mal so sagen. Für FIFA 22. Es wird auch mal vielleicht, wenn ihr es wirklich wollt, mir in die Kommentare schreibt, einen Ultimate Team, ja, Spot geben in der Woche, ja, wo einmal in der Woche vielleicht Ultimate Team was kommt, um eine ganz bestimmte Serie, so ähnlich, glaube ich, seht ihr gerade im Hintergrund, wie sie ist, ja, deswegen, ja, mal schauen, in FIFA 22, was da noch so kommt, ja, es geht dann aber um zwei Spieler, nicht nur um einen, ja, wenn es so ist. In der Spielerkarriere, ja, weiß ich noch nicht genau, ob ich das machen werde. Ja, wird auch vielleicht einen Spot geben in der Woche, einen einzigen, ja. Weil, ja, dann wird es halt ein bisschen etwas längere Folge, aber es wird halt ein Spot sein. Wenn er mal eine Folge nicht kommen sollte in dieser Woche, ja, Spielerkarriere, dann wird halt, ja, mal was anderes kommen. Vielleicht dann die nächsten Tage dann erst dann, aber Spielerkarriere würde dann vielleicht kommen, wenn ihr das haben wollt, wieder. Ja, weil Spielerkarriere war ja, in FIFA 19 richtig gut. Und in FIFA 16, 17, glaube ich. Ja, hatte ich Spielerkarriere gemacht. Das ist auch schon richtig lange her. Aber es war richtig geil. Ihr habt richtig gut supportet. Deswegen bin ich da am Überlegen, ob ich das wieder mache. In FIFA 21 habe ich es ja nicht gemacht. Und in FIFA 20 habe ich es auch gemacht, glaube ich, ja. FIFA 20 habe ich auch gemacht, mit Torwartkarriere und dieser Spielerkarriere mit Sebastiano, wo die Bugs waren. Ja. Deswegen bin ich da am Überlegen, weil mein meistes Video ist eine Spielerkarriere mit fast 8000, glaube ich, Aufrufen. Ja, aus FIFA 16 mit dem TSV 1860 München. Ja, wo ich dann nach ins Ausland gewechselt bin, glaube ich. Die hat fast 8000, glaube ich, wenn nicht sogar schon mehr. Weiß ich gerade nicht. Kann ich mal vielleicht einblenden hier irgendwo. Ja. Ja. Deswegen bin ich da so am Überlegen, ob ich es mache. Ihr könnt es mir wirklich in die Kommentare schreiben. Ich laber wieder 5 Jahre um das gleiche Ding rum. Aber ja, in der ja, normalen Karriere, da bin ich auch am Überlegen. Mache ich das mit einem festen Club? So, keine Ahnung, TSV 1860 München, keine Ahnung, irgendein anderer Club aus irgendeinem anderen Land und so weiter. Oder mache ich das wirklich mit einem eigenen Club? Und dann wird es eine ganz spezielle ja, Sache, weil, wenn ich mit einem Club machen soll, schreibt mir gerne einen Clubnamen in die Kommentare. Und der wird dann in der allerersten Folge, wird dieser Kommentar dann eingeblendet, wenn ich das machen soll. Ja, lasst dafür einen Daumen nach oben da. Und schreibt es gerne in die Kommentare. Ja. Der muss aber was mit diesem Kanal ein bisschen was zu tun haben. Mit Tuvas halt vielleicht so, ja, drin. Ja. FC, keine Ahnung, Tuvas, bla bla bla. Weiß ich nicht. Oder TSV, weiß ich nicht. Oder erste FC irgendwas. Ja. Irgendein FC, Tuvas. Oder Tuvas ist zweites. Oder
Tuvas e.V., weiß ich nicht. Ja, aber nur mit den Wappen bin ich für FIFA 22, also dieses eigene Club-Wappen erstellen. Das war in, waren das FIFA 12, 13, 14, glaube ich. Ja, da konnte man eigenen Club mit eigenen Wappen erstellen. Und das fand ich halt viel geiler als solche Dinger, die was bei Pro-Clubs sind. Alter, wie sieht denn das aus? Die ganzen anderen so auf Protz, Protz, Protz. Dinger und so, und dann kommt da einer mit so einem Pro-Club-Wappen daher. Wie sieht denn das aus? EA. Aber darüber wollen wir nicht reden. Wir wissen alle, dass diese Wappen Katastrophe sind. Aber, naja. Deswegen, ja, aber Stadion-Editor gibt es ja dann auch. Also so einen kleinen Stadion-Editor, da kann man die Sitzfarben und so weiter einfügen. Ja, deswegen werde ich da auch mal gucken, wie man das da dann machen. Ja, ob ich da ein bisschen euch ein bisschen mit einbinde oder so. Ja, bei den Transfers wird es dann, wenn es eigener Club ist, ganz anders. Das werdet ihr dann aber erst sehen, wenn es dann soweit ist. Deswegen, ja, wir werden schauen, was in FIFA 22 so auf uns zu noch kommt. Weil, ja, dann geht vielleicht der Kanal ein bisschen steil oder so. Wäre ganz nice. Ja, und eure Support ist natürlich, ja, da ganz wichtig. Also, liken und Kommentare für den Algorithmus. Dann ist der Algorithmus mal wieder ein bisschen mehr zufrieden mit meinem Kanal. Weil, ne, wenn ihr keine Kommentare schreibt, sagt der Algorithmus, ne, den brauche ich nicht. Ja, so ist es halt einmal auf YouTube, ne. Ja, wenn ihr öfter diese Fratze sehen wollt, ne. Also, roter Balken grau. Das rede ich darüber nicht mehr, aber, ja. Also, das ist es schon so, was ich eigentlich geplant habe. Ja, die zwei Spieler, die sind gerade sehr gehypt, muss man mal so, sagen wir es einfach mal so. Ja. Das sind zwei Ligakonkurrenten sogar in der Bundesliga. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne auch gerne in die Kommentare. Und ich pinne den an, der was richtig liegt. Ja, in den Kommentaren pinne ich ihn an. Und deswegen, ja, mal schauen, was da alles so passiert noch in FIFA 22. Ihr müsst auf diese Zeit. Hoffentlich seid ihr darauf gespannt. Hoffentlich kriege ich es auch hin, endlich mal ordentlich viele Videos zu produzieren, ordentlich viele Videos hochzuladen. Ja, ab und zu. Ja, weil wenn man noch normaler Otto-Normalverbraucher ist, dann hat man halt manchmal auch keinen Bock, dann so nach der Arbeit oder so ein Video zu schneiden. Das ist es halt, ja. Ja, das ist es leider. Deswegen muss ich da ein bisschen gucken, wie ich das mache. Ja, also auf dem Kanal kommt gerade noch, jetzt kommt bald noch ein Video, was ich immer noch, ja, schneiden muss. Und eins, ja, eine Serie da, die wird über die ganze Bundesliga-Saison gehen. Ja, bis zum 34. Spieltag. Jetzt ist er dann der dritte. Deswegen, ja, kommt am Freitag ja der dritte Spieltag. Könnt ihr gerne noch vorbeigucken. Dann vorbeigucken, wenn es soweit ist. Also abonnieren, um den nicht zu verpassen. Und natürlich die Glocke aktivieren. Habe ich noch gar nicht erwähnt, ja. Aber das soll es eigentlich von diesem kurzen, aber knackigen Video, knapp unter 10 Minuten, ja, Video sein. Viel länger wollte ich darüber nicht reden. Wenn ich irgendwas vergessen habe, erwähne ich es. Ja, vielleicht mal irgendwann mal. Ja, deswegen, ich glaube nicht, dass ich irgendwas vergessen habe, was ich erwähnen wollte. Ja, mit, ja, selber Freirainer stellen, dann dieses Ultimate Team Ding und dann noch das mit der Spielerkarriere. Ja, das haben sie ja ganz gut neu gemacht, muss man so sagen. Ja, mit den ganzen Cutscenes, vielleicht gehen sie irgendwann auf den Keks, aber naja, ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem Video. Ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Daumen hier könnt ihr irgendwo, ja, die Seite, ja, schön zwei Videos abchecken und unten zwei Kanäle abonnieren. Das würde ich mich freuen. Also haut rein, bis zum nächsten Mal und euer Tuvas sagt ciao.